Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier. Ich begrüße euch heute zu meinen Top 5 verrücktesten Super Mario Werbeclips. Da Super Mario die bekannteste und erfolgreichste Spielereihe aller Zeiten ist, gibt es auch unzählige lustige Werbeclips, die damals im Fernsehen liefen. Und zwar von 1985 bis 2017 sind echt Verrückte dabei und ich stelle euch heute meine Top 5 vor. Solltest du noch kein Abonnent sein, aber Interesse an Mario und Nintendo haben, dann abonniere meinen Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall nichts, Leute. Ich werde jetzt die Clips immer abspielen und danach werde ich kurz drüber reden. Ich würde sagen, wir beginnen. Viel Spaß! Als erstes beginnen wir mit dem wirklich verrückten Mario 64 Werbeclip damals. Mit diesem Jungen, der einfach mit Greenscreen da rein editiert wurde, in den Werbeclip wieder alles macht wie Mario. Er rutscht, er springt, er fliegt mit Mario und schreit die ganze Zeit und fragt sich, ob er ein Monkey ist, also ein Affe. Und es wird richtig damit geworben, dass man reinzoomen, rauszoomen kann, die Winkel verstellen kann, alles. Weil es halt eines der ersten, wenn nicht das allererste richtig große 3D Jump'n'Run war. Deswegen wird damit so geworben. Es wird richtig damit geworben, dass man alles machen kann, was man will. Und das ist einfach sowas von genial, was für eine Vorstellung die damals hatten. Also hätte ich das als kleines Kind gesehen, diesen Werbeclip, wäre ich, glaube ich, komplett durchgedreht. Weil es wirkt wirklich so, wie als wäre man im Spiel drinne. GameCube. Super Mario 最高の大冒険が GameCube でついに実現! これがスーパージャンプだ! 空へ、海へ、自由自在に飛び回れ! エンターテイメントの頂点へ! Nintendo GameCube Super Mario Sunshine! GameCube、新価格19,800円! Als nächstes, ich hab's gerade gesehen, der Mario Sunshine Werbeclip. Einfach legendär, wie Mario am Anfang mit dem GameCube in die Luft schießt. Wie geil, die haben's einfach 3D animiert und dann geht's los. Und die ganze Zeit der Erzähler sozusagen, die Synchronstimme von dem Typen, einfach richtig verrückt. Und ich finde wirklich, dass dieser Trailer, beziehungsweise diese kleine TV-Commercial einfach perfekt Mario Sunshine widerspiegelt und genau zeigt, was es ist, wie Spaß es macht. Und am Anfang Mario mit dem GameCube und dem Tragegriff, Leute, der Tragegriff, der ja an dem GameCube dran war, warum auch immer, warum war da an der Heimkonsole ein Tragegriff dran? Also diesen portablen Gedanken hatte Nintendo wahrscheinlich schon länger. Und jetzt mit der Switch haben sie es endlich richtig umgesetzt von der portablen Heimkonsole. Und sogar Mario hat an den Tragegriff wie GameCube festgehalten und ist damit dann in die Luft geschossen, Leute. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingswerbeclips. Yeah, we're getting calls about a wild party over here. Know anything about it? I didn't think so. Which one of you jokers goes by the name Mario? It's me! Could you step outside, please? Welcome to Mario Party, where you and three friends battle it out all night long. With six adventure boards and 50 mini-games, this party's just getting going. Mario Party, only on Nintendo 64. But it's me! Mario! Yeah, tell it to the judge. Get in or get out. Ja, Leute, ihr habt es gerade gesehen. Mario wurde verhaftet bei dem Mario Party 3 Trailer für den Nintendo 64, wo Polizisten an die Tür klopfen, wie man es kennt. Und sie wollen halt die Party crashen, weil es zu laut angeblich ist, weil die zu viel Spaß haben. Und dann sagt Mario, hier, it's me, it's Mario. Weil die Polizisten gefragt haben, wer dafür verantwortlich ist. Und dann wird Mario einfach von den Polizisten festgenommen. Einfach ein cooler Trailer, einfach lustig und damals in den 90er Jahren einfach legendär. I stand eternally humbled by your glory. You can always tell who's been to the party. Mario Party 3. New characters, new adventure boards, and over 70 new minigames. You and your friends might want to get some rest. Mario Party 3, rated E for everyone. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Wieder Mario Party 3. Einfach krank, wenn man das mal sich denkt. So, Alter, was hat sich Nintendo dabei gedacht, Leute? Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist eine Beerdigung. Es ist wahrscheinlich irgendjemand aus seiner Familie gestorben von diesem Jungen. Und er fliegt dort mit so einem kleinen Flugzeug rum und schläft dann ein, weil es so langweilig ist, eine Beerdigung, Leute. Es ist eine Beerdigung, das ist echt krass. Und Nintendo macht darüber Witze und sagt, dass er lieber jetzt Mario Party spielen würde, Leute. Und das ist einfach... Sowas würde Nintendo heutzutage auf keinen Fall mehr machen. Und deswegen finde ich es einfach so lustig. Das ist noch so kleine Versatzstücke. So kleine Überbleibsel aus dieser Zeit von Nintendo, wo sie mal so ein bisschen frecher sein wollten, dass es sowas noch gibt. Get ready for Mario Party 4.
four players pair up in a battle royale of 50 mini-games played at the corner of madness and mayhem. Only on Nintendo GameCube. Rated everyone. Man könnte glatt denken, ich habe hier eine Mario Party Werbeclip-Liste, aber es ist einfach so, Leute. Habt ihr die Werbeclips einfach gesehen von Mario Party? Die sind legendär. Es gibt noch so viele weitere, aber das hier wirklich, das schießt den Vogel ab. Mario Party 4 für den GameCube, das erste, wo sich Mario, Peach, Yoshi und Luigi einfach in kleinen Minigames auf einer Party abprügeln. Und am Ende wird Yoshi noch in den Pool reingeschmissen, Mario und Luigi wresteln. Alles ist einfach so lustig. Mario Party hat echt die besten Nintendo-Werbeclips gehabt. Und ich hoffe, dass wenn heutzutage nochmal eins kommt, dass sie auch daran ansetzen werden, an diesen Humor. Ja, liebe Leute, das war's mit meiner Top-Liste. Es gibt noch weitere wirklich richtig lustige, verrückte Werbeclips. Wenn ihr Bock auf weitere habt, dann einen Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben, dass ihr Bock habt. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal einen Part mit 5 richtig kranken, verstörenden Mario-Werbeclips. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.